Ja, schönen guten Abend. Ich bewundere auch alle, die um die Zeit noch durchhalten. Es ist immer so ein langer Kongresstag. Ja, es war schon ein paar Jahre her, dass ich mal zum Informationsfreiheitsgesetz damals, als es neu kam, gesprochen habe. Und dieses Jahr ist es evaluiert worden und das war dann einfach so ein bisschen der Anlass, sich zu überlegen, ob man jetzt nicht ein paar Jahre danach das Thema nochmals hier auf dem Kongress diskutiert. Ich hatte vorgeschlagen eigentlich, weil wir ja schon sehr gute Vorträge hatten, die damit zu tun hätten, Open Data, die Geschichte fragt den Staat, ob wir es nicht miteinander in einem größeren Panel machen. Das war dann organisatorisch irgendwie nicht machbar, ist aber auch überhaupt kein Problem. Aber ich bin dann angerufen worden vom CCC, ich solle doch ein Logo machen für das, was ich da hier erzähle. Und ja, da war meine Kreativität irgendwie herausgefordert. Also man sieht es hier oben, also im Wohnzimmer habe ich immer so eine Rolle NATO-Stacheldraht rumliegen. Da habe ich dann ein paar Stücke dann abgeschnitten. Dann gibt es dieses schöne Büchlein. Das ist ein Kommentar zum Informationsfreiheitsgesetz. Also ich bin nicht daran beteiligt, weder professionsmäßig noch sonst irgendwo. Aber es ist ein ganz ordentlicher Kommentar. Und vor allem ist, auch wenn es Totholz ist, also die Geschichte des IFG und oder die Geschichten der Informationsfreiheitsgesetze 1766 begonnen in Schweden, eigentlich ganz gut dargestellt. Also wer sich, wie gesagt, dann mal auf Totholz informieren will, der soll es tun. Ja gut, und die zweite Geschichte war dann, ja, wie soll man es denn darstellen? Also Wehmeyer hat zu mir neulich gesagt, im Anschluss im Vortrag, ich sollte es nicht immer so pessimistisch machen. Gut, aber ich hätte jetzt so ein rosarotes Wölkchen drüber machen können, aber habe mich dann doch für das kleine Stück NATO-Stacheldraht entschieden. Warum, komme ich dann gleich drauf? Und die Steine, naja gut, da gab es denn, ich habe bei Twitter das vorgestellt, die haben gesagt, ich soll doch große Felsbrocken nehmen, aber die habe ich jetzt nicht im Wohnzimmer, das sind ein paar Kieselsteine vom Yukon, die habe ich mal gesammelt, falls ein Grizzlybär kommt, der kam nicht, aber ich glaube, der wäre auch nicht erschrocken vor den Dingern da. Gut, also soweit zur Geschichte dieses Bildchens, das ein paar Mal auftaucht. Und jetzt zitiere ich ganz gerne Dieter Wiefelsbütz. Dieser Wiefelsbütz, früherer innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, im Netz nicht wirklich populär, weil er doch für viele Dinge stand, wo die Leute nicht so richtig begeistert sind. Aber immerhin, er war innenpolitischer Sprecher und man muss sagen, also es gibt ja immer so die Geschichten über Vater und Mutterschaft. Ja, also im Programm steht, also ich wäre einer der Väter, der Vater des IFG. Also diese Vaterschaft nehme ich gerne an. Wenn es eine Mutter gibt, dann war Silke Stocka von den Grünen damals. Ich habe eigentlich auch gefragt, ob sie Lust hätte mitzumachen, aber die ist völlig weggetaucht aus der Politik. Und Dieter Wiefelsbütz legt Wert darauf, dass er als Großvater bezeichnet wird, des IFG. Hängt damit zusammen, dass wir irgendwann mal morgens auf ein Taxi warteten vor dem Landtag in Kiel. Da war irgendeine Veranstaltung gewesen und wir haben dort verabredet im Regen. Er wollte ins Trockene. Wir machen jetzt endlich ein Informationsfreiheitsgesetz. Bei der Evaluation kürzlich hat er im Bundestag gesagt, ich zitiere jetzt, das ist das, was hier steht, brauche ich es nicht vorlesen, also es ist gegen den gesammelten Widerstand der damaligen rot-grünen Bundesregierung durchgesetzt worden. Ich glaube, der Satz hat heute noch seine Gültigkeit, man muss ihn einfach im Hintergrund halten, weil es ja auch sehr viele Hoffnungen gibt auf rot-grüne Regierungswechsel und Ähnliches. Also ich hoffe auch auf solche Dinge natürlich, das ist keine Frage. Nur die Annahme, dass rot-grün oder grün-rot so quasi automatisch zur Informationsfreiheit führt, das ist schlicht eine Fehlannahme. Es hat 7 Jahre, sage und schreibe 7 Jahre gedauert, bis ich als Abgeordneter mit dem Wiefelsbütz, wie gesagt, morgens im Regen in Kiel soweit war. Also Politik hat ja manchmal einen langen Atem, man wirft die immer vor, sie macht so kurzfristig. Aber dieses Ding ist wirklich, also, aber in Wahrheit ist noch viel älter. Die erste Initiative gab es 1979 von der FDP. Ich habe dem Jimmy Schulz heute Mittag versprochen, ich werde die FDP heute Abend zweimal nicht erwähnen. Also das kann ich jetzt in dem Zusammenhang tun. 1979 hatte die FDP einen Parteitag und hatte eine ganz große, wir werden Informationsfreiheit. Und 80 ging es zum ersten Mal im Bundestag und dann war, wie gesagt, lange überhaupt nichts mehr.
Das Gesetz ist insofern ein Novum, und ich denke, man muss es zur Geschichte einfach ein bisschen erzählen, nicht weil alte Herren ganz gerne von früher erzählen, sondern weil es einfach ein bisschen auf die Widerstände und auf die Probleme hinweist, die wir auch aktuell haben, auch wenn es um neue Gesetze geht. Das Gesetz wurde im Bundestag selbst erarbeitet, gegen das Innenministerium. Also ja oft so, dass 2/3 aller Gesetze kommen aus den Ministerien. Und wie gesagt, da haben wir jahrelang aufs Innenministerium gewartet. Was da kam, war nur Schrott. Ganz einfach deshalb, weil Verwaltung, und zumal deutsche Verwaltung, es als Graus empfindet, wenn jemand in ihre Akten reinguckt. Also dieses US-amerikanische Verständnis, was von dem steuerzahlenden Bürger finanziert worden ist, sollte eigentlich auch frei zugänglich sein. Das ist ein Denken, das völlig fremd ist. Übrigens, das war auch einer der Gründe, warum ich überhaupt dazu kam, schon lange bevor ich in den Bundestag ging, mir zu überlegen, wie kommen wir zum Informationsfreiheitsgesetz. Ich war als Journalist in den USA, machte irgendwas über Nationalparks und habe mich gewundert, auch bei kritischen Dingen, wie schnell die ihre Schränke geöffnet haben. Und ja, wenn ich einen Hubschrauber brauche, haben die mich, die Ranger, da irgendwo in Alaska durch die Gegend. Also ich habe gedacht, also wenn irgend so ein Depp gekommen wäre in Deutschland zu einer Behörde und hätte gesagt, also ich will die und die Reportage machen und man weiß sowieso nicht, was recht rauskommt, die Reaktion wäre völlig andere gewesen. Hat mich also total verblüfft. Und wie gesagt, dieses US-amerikanische Denken an dieser Stelle hat mich dann doch beeindruckt, auch wenn man sagen muss, da drüben ist natürlich so, alles ist frei zugänglich mit Ausnahmen. Ja? Bei uns ist alles nicht zugänglich mit Ausnahmen. Irgendwo begegnet sich es dann auch so ein Stück weit in der Mitte. Also ich will es jetzt nicht idealisieren, aber die Denke, zumal in Schweden und in anderen Ländern, ist eine andere. Also wie gesagt, wir haben es gegen den Innenminister erarbeitet im Bundestag. Sah so aus, dass wir uns verabredet hatten, der Wiefelsbütz und ich und die Stocker und ein paar andere Referenten, Mitarbeiter von uns. Wir treffen uns jeden Donnerstagmorgen um 8 und machen Informationsfreiheitsgesetz und treffen uns halt so lange, bis es fertig ist. Wer mich kennt, ich bin kein Frühaufsteher, also das hatte eine gewisse beschleunigende Wirkung. Und wir haben es dann also tatsächlich auch geschafft, das Informationsfreiheitsgesetz zu schreiben. Am Anfang haben die Behörden furchtbar gelacht, das schaffen die eh nicht, weil Gesetzestexte zu schreiben ist nicht ganz profan, zumindest mit Begründung, dann die ganzen Abstimmungen zum Verwaltungsverfahrensrecht und was weiß ich was. Die dachten, wir scheitern kläglich, aber wir haben es geschafft und es ist am 01.01.2006 in Kraft getreten. Als letztes damals rot-grünes Gesetz, anschließend war ja die Wahl und es kam dann die Große Koalition. Das ist jetzt über der zweite Punkt, wo ich die FDP dann mal loben kann. Ich werde sie dann aber anschließend auch gleich zerreißen. Denn die FDP hatte damals gesagt, sie lehnen sie im Bundesrat ab. Und in der Tat hätte sie damals mit im Bundesrat eine Blockademehrheit gehabt. Und ich habe also wirklich tagelang rumtelefoniert, mit FDP-Menschen verhandelt, aber die sind von Lobbyisten eigentlich ganz aufgeschlossen, aber gut, wenn sie aus einer anderen Partei kommen, nicht unbedingt. Aber habe gesagt, dann lass doch passieren. Ja? Und die FDP hat es dann tatsächlich passieren lassen. Ein paar Länder haben sie der Stimme enthalten und sonst wäre dieses Gesetz damals nicht durchgerutscht. Als letztes Gesetz durch den Bundesrat. Damals hat die Frau Pilz, die heute noch zuständig ist von der FDP, Abgeordnete allerdings gesagt, ja, also das Gesetz wäre ja richtig scheiße, Entschuldigung, man kann es ja auch drastisch formulieren, aber es war ein wörtliches Zitat. Und eigentlich wollten sie es ablehnen, weil es eben nicht gut ist. Und sie machen dann in der nächsten Legislaturperiode ein ganz tolles eigenes. Habe ich gesagt, na gut, aber liebe Kollegin Pilz, jetzt lass uns doch mal erstmal dieses auf den Weg bringen. Und wenn das dann verbessert, dann finden wir das ganz, ganz toll. Nun, also die Geschichte hat bewiesen, die FDP regiert jetzt zwischenzeitlich ein paar Jahren. Es hat sich im EFG nichts getan. Das heißt also, wir haben wenigstens jetzt dieses. Es gab dann 2012 eine Evaluation von der ganzen Geschichte. Auch das ist interessant, eines, ja, auch hier eine Ausnahmesituation im Deutschen Bundestag. Wir haben reingeschrieben, der Bundestag evaluiert dieses Gesetz selbst. Das heißt, wir wenden uns jetzt nicht an irgendwelche, ans Innenministerium oder wen auch immer und sagen, evaluiert mal schön. Wir haben ja noch die Berichte des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, die auch viel hergeben. Aber wir haben gesagt, machen wir selbst. Also das mit dem Selbermachen war dann im Gegensatz zum Schreiben des Gesetzes nicht ganz so. Man hat beauftragt die Verwaltungsuni in Speyer und die hat, wie gesagt, einen Evaluationsbericht vorgelegt.
mit ein paar Reformvorschlägen. Das werde ich im zweiten Teil meines Vortrags dann kurz streifen, einfach wo die Verbesserungsvorschläge fürs Gesetz sind. Meine allerdings, dass wir uns vorher noch mal ein bisschen mit den Grundlagen beschäftigen. Also Informationsfreiheitsgesetze gibt es im Bund. Ist das schon ein Zeitzeichen? Nein. Nur Nervosität, gut, ich dachte gerade so was. Okay. Informationsfreiheitsgesetze, also in Bund und Ländern, außer in Baden-Württemberg, muss ich am Schluss auch noch mal was dazu sagen, weil Wehmeyer das angesprochen hat oben im Saal, war angekündigt fürs Frühjahr dieses Jahres, jetzt zurzeit ist es Frühjahr 2013, unverändert nicht in Bayern, Hessen, Niedersachsen und Sachsen. Also überall dort, wo die Schwarzen die Finger im Spiel haben, gibt es keine Informationsfreiheitsgesetze. Das kann man auch ohne jede parteipolitische Polemik einfach an den Fakten hier nachweisen. Die Probleme des Gesetzes würde ich ganz gerne an meinem Mautverfahren aufzeigen. Ich habe damals in Saal 1, da war alles ganz voll und alles war ganz neu und alle fanden es ganz prima, habe ich dann unter dem Jubel des versammelten CCC angekündigt, das Erste, was ich mache nach dem Gesetz, ist Einblick in den Mautvertrag zu erhalten, nachdem er vorher dem CCC und anderen bereits abgelehnt worden ist. Ohne gesetzliche Grundlage, wo man einfach gesagt hat, lass uns doch mal in dieses Ding reingucken. Dieses Ding sind immerhin 17.000 Seiten Vertrag, ganz toll mit Anlagen und allem drum und dran. Der Deutsche Bundestag hat den beschlossen, diesen Vertrag. Ich habe als Abgeordneter, hätte ich auch zustimmen dürfen, aber ich habe gesagt, also ich stimme doch einem Vertrag nicht zu, den ich nicht kenne. Und dann haben sie gesagt, ja, ich habe jetzt halt ein bisschen Vertrauen. Also richtig ist, kein Abgeordneter, mit Ausnahme einer weniger, die im Geheimdiensträumen saßen, also so diese abgeschlossenen Räume, wo nichts nach außen dringt, die durften reingucken vom Haushaltsausschuss und vom Verkehrsausschuss und haben gesagt, es ist alles okay. Und das hat der Rest vom Verein geglaubt. Ich habe es bis heute nicht geglaubt, aber wir haben es dann, also wie gesagt, Antrag gestellt ans Verkehrsministerium. Man achte auf das Datum 7.2.2006, also im Dezember angekündigt. Ein paar Wochen haben wir dann Winterpause noch und dann haben wir angefangen. So, und wie es zu erwarten war, wurde dieser Antrag auch abgelehnt, schon im Mai. Also man hat sich dann doch Zeit gelassen, so ein bisschen. Vom 7. Februar bis zum 15.05. hat also das Verkehrsministerium, das zuständig war für Bauen und Wohnen, mir gesagt, nee, lieber Abgeordneter, damals noch Abgeordneter, Taus, da darfst du nicht reingucken, weil der Betreiber vom Toll Collect Konsortium, also Telekom und Daimlers, damit nicht einverstanden sind. Ja gut, habe ich gesagt, das ist ein Vertrag der Bundesregierung, der Bundesrepublik Deutschland, also meiner Regierung, nicht? Ich war ja SPD-Abgeordneter, also warum darf ich denn da nicht reingucken? Nee, also Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, das ginge nicht. Dagegen habe ich natürlich Widerspruch eingelegt, dann im Juni. Im September schrieben sie mir dann schon, dass sie das umfassend prüfen, diesen Widerspruch. Schon ist gut. Das war dann die 3-Monats-Frist und am 7.11.2006 haben sie mir dann nochmals die umfassende Prüfung zugeschickt, bestätigt und brauchten dann aber noch über die Weihnachtszeit 2006, um mir dann im Januar mitzuteilen, dass mein Antrag leider abgelehnt worden wäre. Ja gut, was bleibt einem jetzt übrig? Langsamer wegen den Dolmetschern. Das ist immer meine alte, sorry, Krankheit, ja. Gut, ich rede etwas langsamer, aber die Dolmetscher sehen ja auch so ein bisschen den Text. Hab dann im Juli Klage eingereicht. Da geht es dann schon los, brauchst einen Rechtsanwalt, der sich damit auskennt, ne, und alles drum und dran. Deswegen hat sich das ein bisschen verzögert. Und das ging dann auch wieder ganz lange und es gab irgendwann ein Gerichtsverfahren. Und es gab irgendwann mal die Klageabweisung am 11.06.2008, teilte mir also das Verwaltungsgericht Berlin mit, also lieber Taus, sorry, aber nichts mit Einblick in diese 17.000 Seiten. Allerdings mit Ausnahme von 4 Seiten, die ich ansehen dürfte. Und das waren die ersten beiden Deckblätter und die letzten beiden Deckblätter. Und der Rest der 17.000 war dann, wie gesagt, irgendwo im Orkus für mich nicht greifbar. Übrigens, dass es dann irgendwann auftauchte, WikiLeaks und so, ist bekannt. Also irgendwo lag bei irgendjemand irgendwann im Briefkasten abends ein Datenträger und da war der Vertrag dann drauf.
Ich war es nicht natürlich und CCC war es auch nicht und sonst war es auch niemand. Also plötzlich war er halt da, schön. Aber dann hat mich interessiert und da habe ich die Akten mir mal angeguckt, wie lief das denn nun eigentlich mit meiner Ablehnung? Und daraus lernt man eigentlich noch viel mehr als aus der Ablehnung selbst. Die Ablehnung ist erfolgt wegen des Schiedsverfahrens. Ich weiß nicht, ob davon schon mal jemand was gehört hat. Das Schiedsverfahren sah so aus, dass das Mautprojekt ja verzögert in Kraft trat. Und dann hat der Bund gesagt, das ist ja furchtbar, großer Schaden für uns. Wir machen einen Schadenersatz geltend von bis zu 5 Milliarden gegenüber der Telekom und gegenüber Daimler-Benz, Daimler-Chrysler damals noch. Und da waren die natürlich dagegen. Und dann haben wir gesagt, bevor wir das prozessieren, machen wir ein Schiedsverfahren. Dieses Schiedsverfahren tagt bis heutigen Tages. Ja, also, aber diese, und ich habe damals schon im Verwaltungsgericht gesagt, Leute, wenn er das so entscheidet, dass ein Schiedsverfahren dafür ausreichend ist, keine Einsicht zu gewähren, und wir haben es extra übrigens hier reingeschrieben, ja, also manchmal hilft es nichts, wenn man als Gesetzgeber was tut und das Gericht anderer Auffassung ist, dass Schiedsverfahren ausgenommen sind. Auf jeden Fall hat man es verschleppt. Das Schiedsverfahren übrigens liegt derzeit in den letzten Zügen. Man vermutet, der Bund wird jetzt auf seine Ansprüche verzichten. Es gibt erste Anmerkungen, der Staat hätte viel Geld zu verschenken. Man wolle Telekom und Daimler-Chrysler oder heute Daimler-Benz schonen. Das wäre jetzt alles im internationalen Wettbewerb nicht so richtig gut, wenn man jetzt auf dieses alte Zeug zurückkäme und da Milliardenschadenersatz geltend macht und so. Also in der Zeit haben auf jeden Fall die Menschen des Schiedsverfahrens sich mit beschäftigt. Und es sollte nicht bekannt werden, wer denn der Vorsitzende des Schiedsverfahrens ist, weil wahrscheinlich böse Hacker, wer auch immer, dann unheimlich Druck ausüben auf diesen armen Menschen. Okay. Was interessant war im Verfahren selbst, wie gesagt, ich will jetzt euch mit allen Dokumenten da nicht belästigen, bin auch schon so, mit der Zeit zu weit fortgeschritten. Aber was interessant war, war das Zusammenspiel, das wusste ich damals nicht, zwischen Ministerium und Mautkonsortium. Das eine Zitat macht es deutlich. Da schreibt das Ministerium, dem ich einen Antrag gestellt hatte auf Einsicht, da schreibt dieses Ministerium also tatsächlich ans Mautkonsortium, nach § 3 muss vor einem hohen nichterstattungsfähigen Personalsicherheit geschützt werden. Also ihr, das Mautkonsortium, müsst von meinem Antrag geschützt werden, nicht? Oder von Anträgen generell. Sofern von Ihnen dargelegt wird, dass die Prüfung einen solchen verursachen würde, erscheint der Versagungsgrund erfüllt. Sie haben einen Monat Zeit zur Stellungnahme. Konkret, das Ministerium selbst hat die Betriebsanleitung gegeben für die Gründe, mit denen Sie dann bitte meinen Antrag ablehnen. Das fand ich schon bezeichnend und ist schon problematisch. Ich komme zur IFG-Praxis. Rund 50% aller Gerichtsverfahren sind erfolgreich. Kann man sagen, das ist die gute Nachricht, Glas halb voll. Also dort, wo Menschen wirklich geklagt haben. Im Umkehrschluss heißt es allerdings, wenn 50% der Menschen erfolgreich waren, 50% der Fälle wurden zu Unrecht abgelehnt oder rechtswidrig abgelehnt. Das Verwaltungsgericht Berlin nochmal ein Punkt. Sie haben dann entschieden irgendwann mal, also mein Maut wurde abgelehnt. Dann haben sie allerdings gesagt, als ein Springer-Journalist sich erkundigt hatte, wie haben denn, da gab es dann immer den Skandal, dass zum Jahresende irgendwelche Menschen Montblanc-Kugelschreiber gekauft haben. Abgeordnete aus ihrem Restetat nicht, und das haben sie dann zum Teil in die Familie verschenkt oder wem auch immer. Also da wollte dieser Journalist wissen, wer welche Abgeordnete Schreibgeräte gekauft hat. Nach langer Prozessierei wurde entschieden, er muss Einblick haben in diese Listen. Okay, allerdings finde ich es dann doch ein bisschen problematisch, wenn dann andererseits solche großen Dinge abgelehnt werden, nicht? Und da haben wir nun ein paar. Es wurde beispielsweise die Offenlegung der Verträge von BKA abgelehnt. Begründung, Gefährdung öffentlicher Sicherheit. Geistiges Eigentum ist gefährdet. Also nochmals, Zensursula damals machte ja mit den Providern einen Vertrag, nicht? Ihr müsst so, und also dieser Vertrag von Zensursula mit den Providern sollte geistiges Eigentum sein. Und natürlich auch hier wieder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Weiteres Verfahren, das abgelehnt worden ist, zurzeit wieder aktuell, deswegen habe ich es rausgenommen, Verträge zur Videoüberwachung der DB, Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Und natürlich Gefährdung innerer Sicherheit. Aus der Situation heraus ergeben sich für mich eine Reihe von Forderungen. Ich will nicht allzu gesetzestechnisch werden, aber nur, wo man Ansatzpunkte sieht, um es zu verbessern. Zunächst mal muss klargestellt sein, weil das Verwaltungsgericht Berlin dies auch gesagt hat, keine
Dinge, die im Zusammenhang mit Gesetzgebungsverfahren stehen. Ein völliger Humbug. Also ausdrücklich sagt das IFG nach dem Willen des Gesetzgebers, dass selbstverständlich auch die Vorbereitung von Gesetzgebungsverfahren drunter fahren muss. In einem Verfahren hat das Verwaltungsgericht Berlin, wie gesagt, Kugelschreiber darf man sehen, aber Gesetzgebungsverfahren nicht. Deswegen eindeutig muss rein, nochmals geklärt werden, es muss ein Informationsanspruch für Gesetzgebungsverfahren geben. Sonst macht das ganze Ding auf Bundesebene auch keinen Sinn. Es muss einen Anspruch geben für Bürgerinitiativen, auch aus Gründen der Kosten. Dann haben wir ganz viele Ausnahmen, aber sonst hätten wir es damals nicht durchgekriegt, weder in unserer Donnerstagsrunde noch sonst irgendwie, Bundesrat oder wie auch immer. Es gibt einen Schutz öffentlicher Belange, sehr kleinteilig, sehr viele Dinge drin. Vertraulichkeit der Beratung von Behörden darf nicht gefährdet werden, dann viel haben kann und die Vertraulichkeit gefährden kann und so. Und dann gibt es sogar noch einen Paragraph 4, Schutz von Verfahrensabläufen, auf das sich die Behörden auch ganz gerne beziehen. Also hier müsste man gründlich ausmisten, wenn wir eine Reform machen. Der Schutz personenbezogener Daten, der ist okay, wird häufig als Argument verwandt, warum man keine Informationen rausrückt. Das kann man von vornherein ausschließen, wenn man die Daten so anlegt, dass die personenbezogenen Daten in der Akte gar nicht erst auftauchen. Also ich muss bei einem Sachverhalt nicht ständig alle fünf Minuten oder fünf Zeilen Frau Ministerialdirigentin sowieso erwähnen, kann man eigentlich durch Anlage der Akten schon erreichen. Der Schutz geistigen Eigentums ist für mich inakzeptabel bei Verträgen der öffentlichen Hand, die den Steuerzahler betreffen. Schlicht inakzeptabel. Das geht nicht. Und wie gesagt, das ist für mich eine der wesentlichen Lehren aus diesem Mautdesaster. Und dort, wo es keinen Wettbewerb gibt, die Mautleute hatten keinen Wettbewerb, es war keine Ausschreibung oder so irgendwas, ja, da kann es auch keine Geschäftsgeheimnisse geben. Dann könnte das mit einer generellen Abwägungsklausel, will da im Detail sich eingehen, Zeit ist fortgeschritten. Dann haben wir das Verfahren in 7. Die Monatsfrist müsste meines Erachtens in eine Muss-Vorschrift umgewandelt werden. 3 Monatsfrist nur bei besonderem Aufwand. Und der Verwaltungsaufwand selbst darf kein Ablehnungsgrund sein. Auch dieses müsste klargestellt sein. Sonst sagt eine Verwaltung, es ist einfach zu viel Arbeit, wir wollen nicht. Ne? Also kann nicht sein. Ne? So, und der Verwaltungsaufwand in der Tat kann durch Aktenführung reduziert werden. Die Beteiligung Dritter, siehe Mautkonsortium, da ist die Monatsfrist zur Stellungnahme zu lang. Also Sie haben jetzt einen Monat Zeit, um sich zu überlegen, was wir Ihnen gesagt haben, womit Sie ablehnen können. Nicht? Also das gibt es keine Rechtfertigung. Und es sollte auch ein Zusammenspiel der Behörden. Ja. Sie sollten eine neutrale Rolle spielen in einem solchen Falle und nicht Partei sein. Der Rechtsweg ist ja jetzt verwaltungsrechtlich ein bisschen eine Spezialität. Ich überhüpf's, aber es bedarf ein paar Änderungen in der Verwaltungsgerichtsordnung. Dann die Veröffentlichungspflichten nochmals, proaktiv müssten sie sein. Stimme wir mal zu, zu sagen, Open Data kann es nicht ersetzen, aber Open Data könnte es sehr, sehr gut ersetzen, ergänzen. Wenn man IFG mit Open Data und Open Government Strategien verknüpft, müsste sein. Ein Ersatz ist es in keinem Falle. Manchmal versuchen die Behörden, dieses zu erreichen. Der Bundesbeauftragte hat sich meines Erachtens bewährt. Es wird oft kritisiert, auch in Reihen des CCC. Naja, der ist Datenschutzbeauftragte, IFG, passt es zusammen. Für mich war Informationsfreiheit und Datenschutz immer zwei Seiten einer Medaille. Ich würde seine Stellung sogar stärken wollen. Petitionsrecht und im Verfahren. Ähnliches Petitionsrecht, dass er wirklich auch nicht nur sagen kann, also er hat eigentlich recht, liebe Behörde, nicht? Das hat er gemacht bei der von mir angesprochenen Sache mit den Kameras, dass er gesagt hat, also Leute, ernsthaft, wo ist denn jetzt ein Geschäftsgeheimnis in der Installation einer Kamera im Bahnhof? Ne? Aber wie gesagt, diese Stellungnahme hat überhaupt keine Auswirkung, er kann nur Stellung nehmen und da könnte man seine Stellung stärken. Die Grünen wollen es jetzt grundgesetzlich noch gestärkt haben, in Artikel 5 halte ich für eine gute Idee. Man könnte ein Gesamtkonzept machen, IFG, Umweltinformation, Verbraucherinformation, ist wahrscheinlich in der Gemengelage zwischen Berliner Ministerien sehr schwierig, aber wäre sinnvoll. Wir brauchen eine klare Kostenregelung. Das habe ich ja weggeklickt, kommt gleich. 500 Euro, bis zu 500 Euro ist doch relativ viel, sollte weg. Und vor allem das Verfahren ist sauteuer. Ich bekomme schon den zeitlichen Hinweis, das Verfahren ist sauteuer. Also nur ein kleines Beispiel, mich hat das Mautverfahren ein paar tausend Euro gekostet. Habe ich dann gern gemacht, war dann irgendwie Hobby, nicht? Aber meine Frau war auch nicht immer so angetan, wenn da wieder eine Rechtsanwaltsrechnung kam, ja? Also zumal zu Weihnachten. Und das Verkehrsministerium wollte von mir nach Ablehnung frecherweise noch 700 Euro für Auslagen für ihre Gerichtsgebühren.
Das habe ich dann abgelehnt. Habe ich gesagt, also wenn er das beitreibt, Gerichtsvollzieher, ich zahle nicht, dann schickt er mir und so, das werden wir öffentlich skandalisieren. Da haben sie dann aufgehört. Also, aber sonst hätte ich die 700 Euro auch noch bezahlen müssen. Der Professor Zickhoff hat zwei interessante Geschichten gesagt. Also das ist der für die Evaluation zuständig war und das halte ich für das politisch Wesentliche. Sorry, Dolmetscher. Wichtig ist eine klare politische Entscheidung, welches Verhältnis Bürgerinnen und Bürger zum Staat wollen wir überhaupt. Und das ist immer noch nicht geklärt. Geheimhaltung, Vertraulichkeit und so, also, da könnte ja jeder und Verwaltungsbelastung. Es muss politisch geklärt werden, was man hier will und wer tatsächlich die Informationen beherrscht. Soll es der Steuerzahler sein, der seine eigenen Informationen hat, oder soll es eben eine Behörde sein? Und das ist wirklich eine politische Entscheidung, die in anderen Ländern längst entschieden ist, nur in Deutschland noch nicht. Er sagte dann weiterhin, ich würde ein aktives Informationsmanagement mir seitens der Behörden wünschen. Und zwar so, dass die Bürger die Informationen auch tatsächlich benötigen und verwerten können. Verwerten können ist ganz wichtig. Ja. Versteht man dann auch den Schrott, den man einem da übermittelt. An der Stelle wäre der Vortrag jetzt schon fertig. Entsprechend deiner Aufforderung zeitlich ganz toll. Aber ich muss jetzt nach Wehmeyers Hinweis auf Grün-Rot und nach meiner eingangskritischen Bemerkung doch noch ein bisschen was zu Baden-Württemberg erzählen. Baden-Württemberg hat im Koalitionsvertrag Grün-Rot jetzt drin, man wolle ein Informationsfreiheitsgesetz machen. Im Frühjahr letzten Jahres gab es ganz tolle Pressemitteilungen darüber. Bald kommt noch im Frühjahr Informationsfreiheitsgesetz. Also wir reden von Frühjahr 2012. Wir haben es jetzt immer noch nicht. Und da zeigt sich für mich so ein Stück weit, vielleicht tue ich den einen oder anderen auch Unrecht, aber ich fürchte, ich habe Recht, es arbeiten wieder Beamte im Innenministerium im Hintergrund. Das sind die baden-württembergischen Ausgaben derer, die 7 Jahre im Bund verhindert haben. Das kann es nicht sein. Ich stelle mir hier wirklich ein anderes Gesetzgebungsverfahren vor, nämlich wirklich mal ein Gesetzgebungsverfahren, das man sagt, Leute, und das müsste Rot-Grün eigentlich schaffen, oder Grün-Rot in diesem Falle. Wir brauchen ein Gesetz. Lasst uns mal mit allen, die beteiligt sind, Verbraucherschützer, Transparency, Chaos Computer Club, wem auch immer, auch Industrie und Wirtschaft selbstverständlich, zusammensetzen, wie soll so ein Gesetz ausgehen und den Prozess mal transparent gestalten. Das habe ich den Grünen vorgeschlagen und dann bekam ich zurück zu meinem großen Erstaunen. Eigentlich dachte ich, jetzt loben die mich mal, aber gefehlt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann über die zentralen Inhalte des IFG noch nichts gesagt werden, da sich die Arbeiten erst am Anfang befinden. Also konkret, man arbeitet im stillen Kämmerlein. Und das ist das, was mich schon mal stört. Ja, und hätte ich die herzliche Bitte mitzuhelfen, auch die Nicht-Baden-Württemberger, alle, die im Thema interessiert sind, hier Druck auszuüben. Wenn wir es in grün-roten Baden-Württemberg nicht schaffen, ein IFG zu bekommen, das wirklich mal vorwärts geht, auch in Richtung Hamburg, dann werden wir auf Bundesebene noch ganz, ganz lange darauf warten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Nachfragen sind, machen wir die jetzt. Ja, ganz vielen Dank erstmal. Und da gibt es bestimmt noch einige Fragen. Erstmal aus dem Internet haben wir eine Frage. Unser Signal Angel da hinten, bitte. Also wir haben keine direkten Fragen bekommen, aber so eine Stimmung im Chat, dass vielleicht zu den konkreten Umsetzungsmöglichkeiten, also für die wirkliche Gesetzgeberseite noch ein bisschen was gesagt werden könnte und vielleicht auch zu den Aktivisten, die sich aktuell dafür auch ganz konkret einsetzen. Also da finde ich so Frag den Staat und solche Initiativen schon ganz toll. Ich denke, das muss wirklich eine Initiative aus dem Netz aus sein, begleitet mit Petitionen, deswegen auch mein Aufruf hier. Also aus dem Parlament raus, aus dem Bundestag zu erwarten, dass sich jetzt hier ganz toll was tut. Also, was fällt mir jetzt als drastischen Vergleich? Also, das ist wie wenn ich auf dem Friedhof verlange, dass die Verstorbenen Hand anlegen bei der Verlegung des Friedhofs oder irgend sowas. Also, die werden sich nicht beteiligen mit großem Engagement, weil die Ministerien einen Widerstand entfalten, der unglaublich ist. Ja? Und die haben dann alle ihre eigenen Abgeordneten, die dann für Fachbereiche, da kommt das Chaos in dem Verteidigungsministerium, dann blicken da alle in eure Akten rein. Nein, es muss Druck von außen sein. Und wie gesagt, der strategische Ansatz wäre für mich Baden-Württemberg, hier wirklich einen Riesenschritt nach vorn zu machen und so den Druck zu verstärken, dass wir dann auch im Bund mit einer neuen Regierung, mit der alten wird nichts mehr laufen, egal was man da an Hoffnungen hat, an FDP wird nichts mehr laufen. Das wäre für mich der eigentliche Weg.
Okay, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage aus dem Saal hier, bitte. Ja, in der ganzen Geschichte um das Leistungsschutzrecht gab es ja letztens den witzigen Fall, dass bei einer Anfrage, ich glaube von Sascha Lobo ans Bundeskanzleramt, nachgefragt werden sollte, was hat es denn eigentlich auf sich mit dem Herrn Eckart von Kleen, der dort als Kanzleramtsminister sitzt und sein Bruder arbeitet ja bei Axel Springer als Government Relations witzigerweise. Und was hat denn der Eckart von Kleen eigentlich mit dem Gesetzgebungsverfahren zu tun? Gibt es da irgendwelche Akten dazu? Und die Antwort war dann irgendwie, können wir nichts zu sagen. Das könnte, oder eine Auskunft würde den Erfolg des Gesetzgebungsverfahrens vereiteln. Die Information ist absolut richtig. Also die Klädens, die unterhalten sich natürlich auch noch nicht mal beim Nachmittagskaffee über dienstliche Dinge, nicht? Das ist völlig klar. Der von Kleen bei Springer, der unterhält sich mit seinem Bruder nicht über solche Dinge. Und da sind wir bei dem Punkt, was ich vorher kritisch angesprochen habe, mit dem Verwaltungsgericht Berlin. Regierungshandeln, Vorbereitung, Gesetzgebung. Und genau das fällt da unter anderem auch drunter, nicht? Also ja, das ja eigentlich der Punkt, wo man eingreifen wollen würde, wozu das ja eigentlich gut sein soll. Völlig klar. Ich halte es für skandalös, aber deswegen auch einer der Punkte, wo ich sage, Regierungshandeln muss mit drinne sein. Was ich für viel interessanter halte, allerdings spannender jetzt als die Frage, was Sie von Klädens miteinander beim Nachmittagskaffee bereden, wäre für mich die Frage, wie kam das Ding, und das ist leider vom IFG nicht gedeckt, wie kam das Ding überhaupt in die Koalitionsvereinbarung rein? Und da, glaube ich, war der Einfluss von Klädens wesentlich größer zum damaligen Zeitpunkt als jetzt im praktischen Verfahren, wo dann schon alles auf der Schiene war. Wie gesagt, ich kann ihm das nicht unterstellen, er könnte mich für die Aussage verklagen oder was weiß ich was. Aber in die Koalitionsverhandlung kam das plötzlich stand drin, wir machen ein Leistungsschutzrecht für Verleger. Und das ist das Spannende, hatte ich übrigens auch bei einer Koalitionsverhandlung. Ich hatte mich mal nachts mit einem Riesenhuber auf irgendwas geeinigt. Ich war zuständig mit dem für einen bestimmten Bereich, im Bereich der Telekommunikation, wo wir die Telekom ein bisschen ärgern wollten. Und am nächsten Morgen stand, als vorgestellt worden ist von Angela Merkel, das Gegenteil dessen, was wir verabredet haben im Koalitionsvertrag. Also nachts müssen da noch Anrufe getätigt worden sein, nicht? Und das sind die Einflüsse, die eigentlich spannenden sind. Und wie gesagt, ich kann es nicht beantworten. Aber trotzdem, ich denke, man hat ein Anrecht darauf zu erfahren, wie das LSR ist. Aber Koalitionsverhandlungen werden ja nicht abgedeckt von dem Gesetz. Sage ich ja. Das wäre jetzt noch spannender. Ne? Aber die Frage Kläden könnte man nur über die Begleitung des Gesetzgebungsverfahrens klären. Das meinte ich damit. Und da nehme ich an, dass er als Kanzleramtsmensch nicht auftaucht. Ja, sondern das ist vorher gelaufen. Ja, dann gibt es auch eine Frage aus dem Saal, genau. Ja. Sie hatten die Zusammenlegung von IFG, UIG und VIG angemerkt, dass das eine gute Idee wäre, finde ich auch. Sollte man vielleicht auch noch das Pressegesetz reintun, würde das Sinn ergeben? Nicht unbedingt. Pressegesetze sind natürlich Landesebene jeweils, ja, und deren Verankerung. Ich glaube, da hätten wir, glaube ich, eine andere Baustelle. Siehe jetzt dieses neue Gesetz in Thüringen. Da ist ja ein neues IFG verabschiedet worden, wo man gesagt hat, kein Informationsanspruch oder kein Anspruch dann für gewerbliche Zwecke. Das heißt, Sie haben die Journalistinnen und Journalisten schon mal ausgenommen. Und darum geht es ja, wenn man jetzt alles verbindet, dann werden die Journalisten ja ganz wild, wenn sie dann, weil dann sind sie auf einmal dann dafür wahrscheinlich, wenn das Presse alles... Hoffen wir es, ja. Also bei der Erarbeitung des Gesetzes, muss ich sagen, die habe ich vorher nicht erwähnt, nicht die Deutsche Journalistenunion, der andere Verein, Journalistenverband, hat sehr intensiv mitgearbeitet. Die wissen das auch. Aber ich vermisse bei denen auch so ein bisschen öffentlichen Druck. Ich habe die Journalistenverbände angeschrieben, auch in Baden-Württemberg beispielsweise. Ich habe gesagt, Mensch, lass uns doch mal zusammensetzen. Obwohl sie eigentlich am stärksten davon profitieren. Also zwei Berufsgruppen profitieren. Die Anwälte, gut, ist legitim, dass einer gleich zum Anwalt sagt und sagt, hilf mir bei der Durchsetzung. Und das Zweite waren Journalistinnen und Journalisten. Und das wiederum wird als Argument gegen IFGs, die Bürger wollen doch gar nicht,
Ja, die Bürger wollen doch gar nicht. Das sind doch ohnehin nur Anwälte und nur Journalisten und nur solche, die da ausgehen. Das ist hier nicht mehr Demokratie. Die Bürger brauchen das überhaupt. Also wörtliche Zitate, alles aus der Anhörung. Ich saß oben, dann muss ich mich bemühen, nicht zu randalieren. Das ist genau der Punkt, ja. Das ist genau der Punkt, dass man den Leuten Steine in den Weg legt, siehe meine Yukon-Kiesel, sie zum Teil mit unheimlichen Verfahrenskosten im Zweifel überzieht und hinterher sagt, ach, sie machen doch gar nicht so wirklich Gebrauch davon und das sind dann Anwälte. Beziehungsweise es sind Journalisten, die natürlich gedeckt sind, auch finanziell von dem Verlag. Okay, dann haben wir hier noch eine Frage. Noch. Ja. Und zwar hattest du vorhin erzählt, dass 50% der Verfahren in dem Bereich gewonnen würden. Was mich eigentlich interessiert ist, bevor es solche Verfahren gibt, ist ja in der Regel so, dass es erstmal eine Anfrage an eine Behörde gibt und daraufhin Informationen rausgegeben wird. Das heißt, wie viel Prozent, also in wie vielen Fällen geben die Behörden ihre Informationen selber raus, ohne dass man sie dafür gerichtlich verklagen muss? Ja, also ich habe die Zahl leider nicht präsent, müsste ich nachreichen. Ich wollte es nochmal, muss ehrlich sein, mir ist selbst als Defizit meines Vortrags aufgefallen, wollte es beim Herfahren nochmal nachlesen und habe es dann schlicht vergessen. Also es ist so eine Größenordnung von 10-15% so ungefähr. Das heißt, also der größte Teil wird so erledigt. Hier ging es nur darum, wo die Bürger gesagt haben, ich gehe jetzt pointiert vor den Kadi. Natürlich wird auch eine Anfrage positiv erledigt. In der Regel solche lächerlichen Anfragen wie nach den Dumont-Kugelschreibern. Oder Montblanc-Kugelschreiber. Gut, so lächerlich war sie nicht, sonst hätte ja der Bundestagspräsident nicht so hektisch reagiert. Aber im Vergleich zum Maut, wie gesagt, eine Lappalie. Dass man da prozessieren muss, finde ich eher wirklich lächerlich, aber es wurde prozessiert. Aber solche Anfragen nach solchen, ich sag mal so wirklich Kleinigkeiten, wenn sie nicht extrem peinlich für die Behörde sind, die werden ohne Probleme, auch ohne Kostennot in der Regel beansprucht. Aber die Frage ist eben ganz einfach, der Wert von Informationsfreiheit ist für mich natürlich nicht, wenn ich irgendein Problemchen habe und das bekomme ich beantwortet, das ist zu für mich befriedigend natürlich, weil mein Problem, meine Anfrage erledigt ist, aber politisch, gesamtgesellschaftlich, ja, ist die Beantwortung nach Kugelschreibern, die ist legal und die Beantwortung von Fragen am Stand eines Gesetzgebungsverfahrens und wer wie mitgemauschelt hat, ist rechtlich nicht so. Das ist für mich der Riesenunterschied und deswegen hacke ich auf den Punkt bevorzugt drum. Aber die Behörden sind, Wehmeyer hat mich auch noch, ist er da überhaupt? Hier, also er hat ausdrücklich nochmal gesagt, also auch in seinem Vortrag, also von fragt den Staat, wie viel war es bei euch, die positiv waren? Also 50% größer, also 50% successful, also erfolgreich und ja. Nochmal 15-20%. Ja, ich wiederhole, also 50% erfolgreich und um die 20%, wo man dann erst nochmal rumhändeln musste. Ja, okay, also das ist aber eine gute Zahl, danke. Okay, dann hier noch eine Frage aus dem Saal. Mir ist das Verhältnis vom Bundesinformationsfreiheitsgesetz und den einzelnen Ländergesetzen nicht klar. Ist es so, dass das Bundesgesetz für Bundesangelegenheiten gilt und die Ländergesetze für Länderangelegenheiten? Exakt. Okay, exakt. Dann. Also das Bundesgesetz nur für den Bund und für Behörden des Bundes. Deswegen kann man sich eben in Sachsen oder da, wo es kein Gesetz gibt, nicht darauf berufen und sagen, also na IFG, ne, sorry, nee, wir haben kein Landesgesetz und das Bundesgesetz greift nicht. Das ist eine ganz klare Trennung. So, okay. Ich habe gerade mit den Leuten von IMI geredet aus Island und die meinen so, es gibt drei Generationen von Informationsfreiheitsgesetzen. Die erste Generation ist, man kann alles anfragen, aber man muss wissen, dass es existiert, ja. Sonst bringt es nichts. Die zweite ist, das plus Behörden müssen einen Index veröffentlichen, ihre Akten. So, und das dritte wäre dann jetzt ähnlich wie in Hamburg, nur alles, so alles, was nicht geheim ist, muss veröffentlicht werden. Da haben sie auch in Island ein Gesetz in die Richtung beschlossen und in Norwegen gibt es OEP.no, auch so Index ja. Und die öffentlichen Akten. Ist es realistisch, auch die späteren Generationen von Transparenzgesetzen zu fordern oder können wir im deutschen Sprachraum nur hoffen, dass wir mal fragen dürfen? Ja, also ich habe versucht, das anzudeuten. Also siehe Baden-Württemberg wäre für mich jetzt eine nächste Stufe der Weiterentwicklung. Ich stimme zu, auch was diese Entwicklung angeht.
Deswegen übrigens auch, das meine ich mit proaktiver Informationspolitik der Ministerien, ja, dass ich also Aktenpläne, dass ich überhaupt mal sage, was ist denn erhältlich bei mir, ja? Das darf das IFG nicht ersetzen, ja, das so, und das sind diese, das ist das, was ich mit Management meinte. Und vor allem, das wäre der nächste Schritt für mich, den Behörden eine ganz, also es gibt für alles gesetzliche Regelungen, auch wie Akten im öffentlichen Dienst, ja, also bis hin, wann sie geschreddert werden dürfen, manche ein bisschen zu früh, ja, also wie Akten im öffentlichen Bereich zu handhaben sind. Ganz klare Regelung. Und da müsste rein, das wäre für mich auch ein weiterer Schritt, zu sagen, es muss informationsfreundlich angelegt werden. Also der Name des Sachbearbeiters, um bei meinem Beispiel zu bleiben, Müller, Meier, Kunze muss nicht rein, ja, sondern der Sachverhalt. Sonst sagt man sofort, aber der arme Müller, Meier, Kunze, der kommt ja zu einem fürchterlichen Druck, wenn wir das veröffentlichen. Da müssen wir erstmal schwärzen auf 17 Seiten und dann haben wir 17.000 Seiten Kunze streichen. Was ist denn für eine Arbeit? Ja, also das zu verhindern ist Informationsmanagement und das wäre für mich der nächste Schritt in Verbindung mit Open Data. Open Data, ja. Okay, ich glaube, wir haben... Okay, ja, es steht, glaube ich, niemand randalieren vor der Tür, ne? Also. Aber wir haben noch was. Eine Frage aus dem Internet kriegen wir noch hin. Ja. Also last minute kam noch eine Frage rein. Wie sieht das an Universitäten und mit Forschungen aus? Die werden doch auch vom Steuerzahler bezahlt. Ist das öffentlich oder wird das veröffentlicht? Nein, auch das gehört zu den Geschäftsgeheimnissen übrigens zu, auch Forschungsgeheimnisse. Gut, dafür gibt es auch Gründe. Es gibt auch für Geschäftsgeheimnisse übrigens Gründe. Ja, aber Sie müssen meines Erachtens in Abwägungsklauseln müssen Sie klar geregelt sein. Gilt auch für das Forschungsgeheimnis. Ich will natürlich nicht, dass mein Forschungskonkurrent meine Forschungsarbeiten ausspioniert via IFG und so. Ja, das ist klar. Aber das würde für mich jetzt ein anderes Thema berühren, wesentlich stärker beispielsweise als die Informationsfreiheit Open Access. Dass wir uns tatsächlich zu verstehen, wir machen ein ganz klare Regelung des Urheberrechts mit öffentlichen Mitteln erarbeitete und entstandene Forschungsergebnisse sind zu veröffentlichen. Für Umme und für alle zugänglich. Übrigens, das ist nicht in irgendeiner Form jetzt Spinnerei. Max Planck macht das beispielsweise schon. Im naturwissenschaftlichen Bereich wird man es nicht anders erleben. Die Geisteswissenschaftler, vor allem die Juristen, sperren sich noch furchtbar. Ein Teil der Juristen ist klar und so. Aber Open Access wäre für mich eher die Lösung des Problems als das Informationsfreiheitsgesetz, als ich sage, was wird denn jetzt gerade bei Helmholtz gemacht? Und das in der Regel aber durchaus auch transparent. Kriegt man viel mit, wenn man nur in die Förderdinge reinguckt, das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also da steht schön aufgelistet, wer wann welches Projekt gekriegt hat. Und da sieht man dann auch ganz lustige Geschichten zum Beispiel. Nicht? Also zum Beispiel, dass ein Institut, eine Fakultät in Tübingen an der Uni 1 Million Euro gekriegt hat, um die ethischen Hintergründe des Nacktscanners zu beleuchten. Finde ich eine gute Bezahlung. Ne? Also die Dame, die da im Institut hockt, saß auch mal im CDU-Kabinett und kennt gut die Frau Schawan und so. Also, aber so können solche Dinge sehr schön transparent werden. Die Ethik des Nacktscanners, also des Körperscanners natürlich, Entschuldigung, dass ich das politisch unkorrekt formuliere. Gut, ganz herzlichen Dank, Jörg Taus. Und was ist deine Wette, wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen? Hat dann Baden-Württemberg ein Informationsfreiheitsgesetz oder nicht? Also ich weiß es nicht. Ich warte jetzt mal dieses Frühjahr 2013 gespannt ab. Aber wenn es so verläuft wie das Frühjahr 2012, dann... Ja. Aber ich würde sagen, lassen wir mal wieder noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Dann werde ich gerne weiter berichten. Das ist eine never-ending Story, die Informationsfreiheit in Deutschland. Okay, danke. Okay, ganz herzlichen Dank.